Ja, wir sind hier in der Musikfabrik. Ich bin der Schlagzeuger Dirk Rotbrust. Ich habe heute so ein kleines Set aus verschiedenen Fellinstrumenten zusammengestellt. Und davon steht nochmal die Pauke so ein bisschen im Zentrum, denn das Instrument ist für mich so am vielseitigsten von allen Fellinstrumenten, denn es kann schon mal von vornherein ein Glissando spielen. Das ist, geht über einen Pedalmechanismus. Für alle, die das nicht wissen, ich kann mit dem Fuß ein Pedal treten und dadurch ändert sich die Fellspannung hier oben auf dem Kessel. Das ist dann ungefähr dieser Effekt. Zum Zweiten, über dieses Glissando hinaus, klingt das Instrument von den Fellinstrumenten am längsten nach. Also ich habe auch die Möglichkeit, im Nachklang den Sound der Trommel nochmal zu verändern. Mehr als bei anderen Fellinstrumenten. Und ich habe was ganz Besonderes entdeckt, was die Schlägel betrifft. Und zwar ist aus dem Zufall geboren. Es lagen natürlich Stöcke herum und es lagen auch CDs rum. Und da dachte ich mir, was passiert denn eigentlich, wenn ich die miteinander verbinde? Also wir Schlagzeuger, wir probieren ja irgendwie ständig alle Materialien, die so rumliegen, probieren wir aus und prüfen sie auf Klangmöglichkeiten. Zufällig hat das gepasst, wenn die Stöcke die richtige Dicke haben, dass die CDs dann hier auch nicht weiterrutschen, sondern hier bleiben. Und dann habe ich gemerkt, damit kann man spielen. Der Klang hängt wahrscheinlich noch davon ab, was auf der CD drauf ist. Aber ich habe dann gefunden, endlich klingen CDs wieder gut, weil eigentlich bin ich eher so ein Plattenfan. Ich finde, nur so klingen CDs gut. Also mit der Pauke kann man noch viele andere schöne Sachen zaubern, außer Pauken, was auch sehr schön ist. Aber man kann zum Beispiel auf der Pauke auch Klavier spielen. Zu dem Klavier kann sich auch noch ein Kartoffelschneider gesellen.